Guten Morgen allerseits. Guten Morgen. Ja, für uns steht heute ein aufregender Tag hier im Nationalpark Hunsrück-Hochwald vor uns. Aber erstmal gehen wir frühstücken, ne? Ja. Danach noch schön wandern. Ja, wir haben hier schon im Waldgasthof am Schwarzenbruch unsere Aussicht genossen. Zeigen wir euch gleich mal. Ist nämlich richtig schön. Also Waldgasthof ist hier Programm. Ja, auf jeden Fall. Wie man unschwer erkennen kann, haben wir mittlerweile die erste Wanderung angetreten. Ja. Geht relativ konstant bergauf, ja. Aber wir halten Schritt. Ja, das stimmt. Wir schlagen uns gut. Ja. Ja, wir sind hier, glaube ich, in Morscheid losgewandert, ja. Und laufen jetzt hoch zum Morscheider Burg. Es ist auf jeden Fall ziemlich warm, aber nicht ganz so warm wie gestern. Ja, das stimmt. Das ist ganz gut. Ja, es lässt sich aktuell ganz gut aushalten. Ja, wir sind jetzt auch hier schön im Wald. Ja, sehr schattig. Ja. Ja, wir sind immer noch auf Wanderung, haben jetzt 3 Kilometer hinter uns. 3 Kilometer haben wir. 8 sollen es sein, oder? Ja, schöne 3 Kilometer. Ja, schöne 3 Kilometer, sehr viel Natur. Auch hier so ein bisschen was von, also ein paar Bäume, die von Käfern zerfressen wurden. Aber im Vergleich, wir sind ja auch im Teutoburger Wald gewesen. Dagegen ist das hier jetzt aktuell, wo wir hier laufen, an der Mörschieder Bur, noch relativ harmlos, würde ich sagen. Ja. Wir sollen am Sonntag, also für euch in 2 Videos, noch ein bisschen was Schlimmeres sehen. Aber hier war es jetzt wirklich sehr, sehr schön im Nationalpark. Ja. Ne? Also wir haben einen kurzen, knackigen Aufstieg gemacht und dann eine tolle Aussicht genossen. Ja. Richtig schön mit Felsen, war auch ein kleiner, nicht Kletterteil, aber war schon ein bisschen abenteuerlicher. Ne? Ja, auf den Steinen habt ihr ja gesehen, aber ansonsten auch eigentlich für jeden, der einigermaßen trittsicher ist, gut zu schaffen, würde ich sagen. Absolut. So circa 800 Meter in die Höhe. Bisschen anstrengend, gerade bei etwas höheren Temperaturen, ja. Aber ansonsten easy eigentlich, ne? Ja. Also für uns jedenfalls. Ja, sehr schön.
wir haben jetzt gerade noch was gegessen. Wir sind gerade noch bei der Gartenwirtschaft gewesen nach unserer Wanderung. Wir haben noch so ein paar kleine Exkursionen gemacht, wo wir leider nicht so viel gefilmt haben. Wir haben jetzt zum Beispiel hier gerade noch bei einem Künstler gesessen und haben uns ein bisschen was über seine Werke angehört. Ihr könnt hier auch jederzeit eigentlich hinkommen. Das ist sein Wohnhaus. Aber wenn ihr einfach klopft und fragt, ob er euch was erzählen kann, macht er das. Das war auf jeden Fall sehr interessant. Ne? Ich werde seinen Namen mal hier einblenden. Ja. Und danach, wie gesagt, sind wir noch in einer Autowerkstatt gewesen, auch sehr interessant, haben uns angeguckt. Altes Sägewerk, sehr schönes Haus. Und danach ging es dann zum Essen, das hat wirklich gut geschmeckt, muss ich sagen. Ja, ein kleiner Snack, Mettwurst vom Grill in der Gartenwirtschaft. Genau. Ja. Und ja, jetzt fahren wir mal zurück ins Hotel und später gibt es auch noch Abendessen. Genau. Ja, wir haben uns jetzt kurz frisch gemacht im Hotelzimmer, mal geduscht. Wir hatten ganz schön staubige Beine vom Wandern. Und ja, jetzt geht's hier zum Abendessen. Und ja, das nehmen wir hier im Hotel am Schwarzenbruch ein. Ich habe auch schon Hunger. Die Wurst eben, die hat nicht gereicht. Nee, aber die hat den Appetit angeregt. Die hat es sogar noch schlimmer gemacht. Oh ja. Wir sind jetzt gerade wieder im Hotelzimmer vom Essen zurück. Und wie fandest du es? War sehr lecker. Ja, es war wirklich sehr, sehr gut. Also wir hatten die Schweinemedaillons. Können wir euch nur empfehlen, wenn ihr im Hotel seid. Echt super, super lecker. Ja, absolut. Das ist wirklich empfehlenswert. Also, dass es so gut wird, hätte ich nicht mitgerechnet. Ja, das stimmt, ja. Ja. Ja, und das ist dann auch schon das Ende für den heutigen Vlog. Nächste Woche bzw. morgen geht es dann für uns wieder auf Wanderschaft. Genau. Aber wie gesagt, das sehen wir nächste Woche dann. Genau. Bis dahin, gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wir sind gerade schon ein bisschen außer Atem. Weil schon bergauf. Genau, wir besteigen jetzt den höchsten Berg des Saarlandes.